Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Linda nimmt jetzt ihre erste Demos-CD auf. Was für ein Wunder, dass die Frau was hinkriegt. Alle klatschen, das ist die Demo-CD. Geilstes Lied ever. Klatschen. Da ist ein Simfest, also schauen wir uns da mal die Show an. Castings solltest du mal wieder absolvieren. Oh mein Gott, da ist ein fucking Regenbogen. Wo ist das Gold vergraben? Gibt's das hier bei Sims? Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Entwickler so geil waren und dann gesagt haben so, ey, das ist doch mal so ein Gerücht, das machen wir jetzt wirklich. Wäre auf jeden Fall krass, aber ich glaube, es ist leider nicht so. Du machst mal das Haus dann glänzend und sauber. Ja, du hast Schule. Aber ich bin dafür, dass du noch eine Aktivität neben der Schule machst. Da ist dann für Öl im Wasser. Außerschulische. Was könnte sie. Debattiergemeinschaft. Zeitungsclub. Musikverein kommen. Alles in bester Laune. Yay! Wie läuft's mit deiner Demo-CD? Super läuft scheinbar damit. Es hagelt nämlich. Es hagelt, aber das. Nein, ich möchte nicht nach Frankreich. Ich bin kein Frankreich-Freund. Das machen wir irgendwann, wenn wir Geld haben. Wenn wir mal ein bisschen weiter in diesem Spiel sind. Wenn wir voll das krasse große Haus haben und einfach alles nur geil ist, dann können wir nach Frankreich abdüsen. Weil in Frankreich ist alles bestimmt schweineteuer, könnte ich mir vorstellen. Aber wir könnten dann einfach so einen Abstecher nach nebenan nach Deutschland machen. Wäre cooler. Wäre auch so ein Europapark da, der. Übelst krass ist. Ja, ihr wisst ja alle, dass ich voll der Europapark-Fan bin. Ja, du meldest dich jetzt auch zu einer außerschulischen Aktivität an. Stell dir das mal vor. Ausflug machen. Du kannst gerne einen Ausflug machen. Außerschulische Aktivität kannst du heute nicht hingehen, okay. Derzeit kein Unterricht, ja. Und du hast Berufserfahrung. Ich möchte nicht nach China zurückkehren. China kann mich so hart mal. Ich hoffe einfach, dass da so eine Zeit abläuft, ansonsten ist es echt nervig. Aber cool, der hat einen neuen Gürtel verdient. Und er möchte Lose ausgeben. Du fährst jetzt nicht nach Hause, du gehst zu diesem Sim-Fest und gibst deine fucking Lose ab. Der Fahrgemeinschaft fährt für Serena, ja. Ich kehre nach China zurück. Ich hoffe nicht, dass das da stehen bleibt, weil es regt mich halt echt auf. Geh auf das. Aber hier kann man doch bestimmt irgendwo Essen kaufen und so hier. Sieht mir so aus, als könnte ich da Essen kaufen, dann kann ich da auch mein Los einlösen. Er mit seinem gelben Gürtel, er sieht aus wie ein Dortmund-Fan. Sonnenschirm, Regenschirm, Hufeisenfeld, Wassereiswagen, Vogelscheuche. Tisch wäre egal. Na ja gut, dann nimm einfach einen Regenschirm. Hier Apfel beißen möchtest du machen? Das kannst du auch gerne. Okay, die haben jetzt nur schon angefangen. Ich schick halt einfach eine Textnachricht an Even Best. Freundliche Textnachricht, das ist nicht so schwer. Musst du nicht irgendwo auftreten oder so? War da nicht was? Dass du hier einen Auftritt hast? Du gehst schon mal hier hin. Ganz ehrlich. Ja, mag er. Was könntest du für eine sportliche Aktivität vor Ort machen, zum Fitnessstudio gehen? Ja, bestimmt. Ich verstehe nicht, warum er da gerade nicht teilnehmen kann. Weil vielleicht, weil der sportlich ist, was er hier damit machen kann. Und dadurch Sportfähigkeit gewinnt. Ach, das ist sicher keine normale. Hier, kontaktiere bitte Karen. Ist es irgendwann abgelaufen hier? Gibt es eine zeitliche Begrenzung?
Ja, ich bin mir sicher. Ja, und für dich auch. Bei hier. Kontaktiere einfach die andere. Wie fahre ich mir so schnell nach China? Er ist K.O. oder den Bullen erobert. Ah, gut. Interessant. Du hoffst auf eine Beförderung. Das hoffe ich für dich natürlich auch. Und es sieht gar nicht so schlecht aus, ganz ehrlich. So, die Bühne aufbauen. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr es hier heute losgeht. Ah, um 20 Uhr, also jetzt. Komm, stell dich auf die Bühne, bau die Bühne auf. Und dann singen wir eine Runde. Ja, dein Outfit hast du an, dann kannst du auch das... Fang mal an, wird vielleicht besser so. Und sing den Refrain. Hast du die jetzt schon mal kontaktiert? Bist du irgendwie unfähig? Die steht vor deiner Fresse. Hier, kontaktier sie. Es ist nicht so schwer. Du musst nur mit ihr reden. Nein, ich reise nicht nach Ägypten. Ich war schon mal in Ägypten. Das hat mir gereicht. Ah, okay. Wir haben die Fähigkeit verbessert und Geld bekommen. Du kannst jetzt sicher am Apfelbeiß-Wettbewerb teilnehmen. Wie du es schon immer wolltest. Und bei ihr schauen wir jetzt mal, was so auf den Auftritt abgeht. Kannst du einfach mal so plaudern danach. Sie singt sie, glaube ich, wirklich noch heiser. Okay, sie finden es nicht cool, wenn man redet. Dann sing einfach Ochi-Fieber. Das macht gute Laune. Okay, dann sing den Refrain. Und du gehst einfach nach Hause. Okay, das finden alle mega geil. Refrain nochmal. Und die Strophe. Refrain? Klar, die, wo wir gerade ewig gesucht haben. Wie war unser Auftritt? Yay, wir sind befördert worden. Okay. Alles super. Ein perfekter Auftritt scheinbar. Die Vorstellung war ganz gut. Ich kann nicht sagen, ob es einen großen Star war oder einen miesen Tag hatte oder ein Durchschnitt. Okay, es war so mittelmäßig. Nee, geht nicht. Sorry, Bro. So, und jetzt machen wir da noch ein bisschen für Trinkgeld auftreten. Brauch ein bisschen Trinkgeld. Hier ist Sängerin und dann für Trinkgeld auftreten. Muss auch mal sein. Ist es davon die Eigentümerin? Weil dann könnten wir uns ja gleich wieder für einen Job bewerben. Ja. Kannst du dann auch gleich machen. So, du bist jetzt hoffentlich daheim und pennst. Und du schläfst auch. Cool. Gibt's irgendwie Post oder so? Nee, kannst du einen Liebesbrief schicken? Ist vielleicht nicht so gut, wenn man eine Freundin hat. Aber da könnten wir jetzt auch mal eine engere Bindung eingehen. Also sie rockt hier wirklich die Bühne. Fünf Alben verkaufen. Komm, dann geh. Was stellt die da eigentlich für Leute ein? Achso, das sind Touristen. Aber warum steht der Tourist hinter der Bar? Ganz ehrlich, das ist in Deutschland jetzt, glaube ich, nicht so erlaubt. Hey, vielleicht können wir diesen schönen dicken Touristen eine CD, der eine rennt gleich davon. Ja, komm, sing noch bei ihr einmal vor und dann... Oder komm, geh nach Hause. Sie rennt auch davon. Oh, du hast Hunger. Kannst auch Waffeln essen. Waffeln sind immer geil. Ich hätte auch voll gern Waffeln. Ich weiß auch nicht, wie man Waffeln macht, wirklich. Ich habe mir noch nie Waffeln gemacht. Ich habe nur immer von meiner Oma welche gegessen. Meine Oma hat echt gute Waffeln gemacht, weil meine Oma echt gut kochen kann. Naja, geht so. Hygienisch ist es halt alles nicht so, aber
Okay, dann war's das mal mit dieser Folge und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei The Sims 3. Bis dahin, tschüss!